Es gibt nichts, was den politischen Bedeutungsverlust Deutschlands stärker dokumentiert als die absolute Demütigung von Frank-Walter Steinmeier, die er jetzt in Doha beim Emir von Katar erfahren musste. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, also in Deutschland sind ja in den letzten 2 Jahren so viele eklatante Fehlentscheidungen in der Politik getroffen worden, dass eigentlich kein normaler Bürger mehr die aktuelle Bundesregierung ernst nimmt. Insbesondere natürlich, was die Energiewende angeht, sieht es so aus, dass wir nicht nur eine Politik bekommen haben, die den Zustand und den Wohlstand in Deutschland massiv verschlechtert hat, sondern wir sind gleichzeitig auch dadurch kein Vorbild mehr für alle anderen Länder, wo wir zwar immer noch über wirtschaftliche Substanz und Know-how verfügen, aber der Trend ja ganz klar zeigt, dass es in die falsche Richtung geht. Und somit interessieren sich auch immer weniger andere Staaten im Ausland dafür, was wir wieder machen. Und einer dieser Staaten ist eben das Emirat Katar, wo ja auch die WM war, ihr erinnert euch. Und vielleicht waren es ja auch so ein bisschen die Reaktion bzw. das Verhalten, was wir eigentlich so auch in und während dieser WM gezeigt haben, auch politisch gesehen, dass die Katarer sich jetzt einfach denken, ja gut, so wichtig ist das jetzt nicht. Und das sieht man am besten jetzt an diesem Video. Schaut mal hier, was ich jetzt gerade gefunden habe auf Twitter. Und zwar ist nämlich Steinmeier jetzt hier mit seiner Regierungsmaschine gelandet in Doha, ja. Schaut mal hier und Martin Schmidt, ja, TV-Korrespondent sagt, schreibt jetzt hier, äußerst ungewöhnlich am Flughafen in Doha. Bundespräsident Steinmeier muss warten seit 10 Minuten. Maschine war sehr pünktlich. Viel Stirnrunzeln auf dem Rollfeld. Man sieht also hier, ne, der rote Teppich und so, der ist zwar da, aber es gab einfach keinen Empfang. Normalerweise müsste da ja der Emir schon direkt mit seinem Empfangskomitee stehen und den Bundespräsidenten empfangen, aber es ist einfach niemand da. Und schaut mal jetzt, wie hier Steinmeier mit verschränkten Armen da steht und ziemlich schlecht gelaunt aussieht. Schaut mal, ja. Und es ist einfach niemand da. Ja, also man sieht hier die Garde und so. Die sind alle schon aufgestellt, aber der Emir lässt sich einfach Zeit. Und jetzt kommt's, weil der war nach 20 Minuten immer noch nicht da. Wenn man hier runter scrollt, schreibt jetzt der Martin Schmidt, sind jetzt bei 20 Minuten. Wird ungewöhnlicher, schreibt er hier. Und immer noch muss Steinmeier einfach da oben in seiner Maschine warten. Der Wagen war schon länger da, ja, aber immer noch nicht. Und jetzt dann 1 Stunde später oder so, also das war hier vor 9 Stunden, das da oben noch mit dem Wagen, dann hier vor 8 Stunden schreibt er jetzt Palast erreicht. Also daran sieht man wirklich, dass anscheinend der Emir von Katar, man muss ja sagen, ja, Katar ist ein Land, was irgendwie so die Hälfte der Größe von vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Hessen oder so hat, keine Ahnung, ja. Aber trotzdem, ich meine, da ging es ja auch um den Nahostkonflikt und so. Und man sieht, dass die deutsche Regierung die ganze Zeit immer glaubt, sie wäre irgendwie der Vermittler in der Welt und sie könnte alles regeln und überall Einfluss geltend machen. Aber das ist eine massive Selbstüberschätzung. Hätten wir tatsächlich eine wachsende Wirtschaft, hätten wir Technologien, so wie Kernkraft und so, die wir in die ganze Welt exportieren, hätten wir auch eben eine steigende Kaufkraft, steigende Reallöhne in Deutschland, dann, ja, hätten wir eine ganz andere Position, um eben auch Vorbild für andere zu sein und hätten wir eine Energiewende, die tatsächlich geklappt hat. Das Einzige, was wir zum Energiethema haben, sind solche Politiker. Schaut mal hier, ne? Die Regierung schickt jetzt insgesamt
250 Mitarbeiter. 250. Und jetzt haltet euch fest, zum Klimagipfel nach Dubai. Also ich muss wirklich sagen, das Jahr 2023 hat einen ausgeprägten Sinn für Ironie. Ausgerechnet in Dubai findet also der diesjährige Klimagipfel statt. Und 14 Tage jetzt, ja, bis Mitte Dezember oder so, 12. Dezember vom 30. November an, findet jetzt dieser Klimagipfel dort statt. Und jetzt passt auf, ja, mit mehr als 250 Mitarbeitern will die Bundesregierung bei der anstehenden Weltklimakonferenz in Dubai aufschlagen. Dabei heißt es doch die ganze Zeit, wir müssten jetzt sparen. Okay? Und wir haben einen Haushalt, der verfassungsbrüchig ist, beziehungsweise widrig. Und die schicken jetzt Olaf Scholz, ja, und sein Kanzleramt mit insgesamt 40 Personen. Das Klimaschutzministerium von Habeck mit insgesamt 47 Personen, die dorthin fliegen. Dann nochmal Baerbock und das Außenministerium fliegt mit 60 Personen dorthin. Wahrscheinlich gibt es dann wieder auch viele so Presseleute und so, die extra aus Deutschland mitreisen. Umweltministerium, ja, auch nochmal 25 Mitarbeiter. Entwicklungsministerium von Svenja Schulze, nochmal weitere 36 Mitarbeiter. Ja, also eine riesige Delegation. Dann kommen auch noch vom Gesundheitsministerium, vom Finanzministerium, vom Landwirtschaftsministerium, vom Verkehrsministerium, vom Bildungsministerium und von der Deutschen Bundesbank, der Deutsche Wetterdienst, das Umweltbundesamt und das Thünen Agrarinstitut auch überall Personal aus Deutschland dorthin. Ja? Und eins kann ich euch sagen, die fahren da nicht mit dem Zug hin, sondern die fliegen dort alle hin. So, und wisst ihr, was das Lustigste an der ganzen Geschichte ist? Dass die nach Dubai fliegen zum Klimagipfel. Ja, die werden dort auch nicht in einem Hostel zusammenwohnen. Das steht fest. Ja, die ganzen Kosten dazu, die entstehen, das konnten die Staatssekretäre gar nicht beantworten, weil die Summe gar nicht zentral erfasst wird. Ja, das heißt, in einer Zeit, wo wir eigentlich sparen müssten und kleine Kuchen backen müssten, bis wir mal wieder irgendwie auch wachsen, in Zeiten, wo die Regierung verfassungsbrüchig regiert und wir eigentlich sparen müssten, schicken die sich selbst auf die Kosten des Steuerzahlers, ja, schön nach Dubai für 14 Tage all-inclusive quasi. Dort werden sie dann wieder über irgendwelche Gradziele und so weiter sprechen. Und der Steinmeier ist in der Zwischenzeit mit seinem Flugzeug in Katar und keiner holt ihn dort ab. Ja, also man muss wirklich sagen, jeden Tag schaffen die es irgendwie aufs Neue, sich auf maximale Art und Weise zu blamieren.